dann wollen wir mal. Paula Lottis und Nadine Lüttjohann von der Rettungswache Bad Schwartau fahren an diesem Freitag die Tagschicht. Handschuhe habe ich dir hier schon hingelegt. Gleich mit Dienstbeginn um 7 Uhr ihr erster Einsatz. Innerhalb von 12 Minuten sollen die Notfallsanitäterinnen der Johanniter vor Ort sein. Ich nehme den. Ja. Die Patientin klagt über starke Rückenschmerzen. Moin! Lydia vom Rettungsdienst, hallo! Wir bereiten jetzt den Transport vor. Das heißt, ich bereite die Trage so vor, dass die Patientin sich dann gleich aufsetzen kann. Ich lege jetzt, weil es regnet, einmal noch mal eine Decke drüber. Die Patientin bekommt gleich auch noch mal eine Decke, damit das alles nicht so sehr nass wird. Von Stockelsdorf geht es nach Lübeck in die Klinik. Nadine Lüttjohann betreut die Patientin. Ich würde Ihnen gleich noch einen Schluck geben, wenn wir angekommen sind, damit das ein bisschen vorhält, ja? Aber das ist eine gute Idee, ne? Hauptsache die Schmerzen sind weg, ne? Ja. Ja? Okay, so machen wir das. Für Lübeck und weite Teile Ostholsteins sind mindestens zwei Teams aus Bad Schwartau ständig im Einsatz. Markus Johannesmeier und Azubi Kiel Lampe bereiten währenddessen den zweiten Rettungswagen vor. Gib mal einen Rucksack bitte her. Ja. Rucksack. Machen wir mal den. Dankeschön. Genau. Dann checken wir zum Beispiel den Defibrillator. Das ist so unser Monitor, unser Defibrillator. Damit können wir Patienten überwachen, ob alles da ist, ob alles funktioniert. Ich persönlich würde sagen, dass es extrem wichtig ist, dass man sich vertraut und dass man bestenfalls aufeinander eingespielt ist. Denn gerade in stressigen Situationen ist es halt gut, dass man weiß, wie der andere denkt, wie der andere funktioniert und wo gegebenenfalls Stärken und Schwächen sind. Hast du BTM schon? Ja. 10 Stunden Dienst liegen vor Ihnen. Also man denkt jetzt nicht schon, oh Gott, heute wird der große Verkehrsunfall passieren, das weiß man ja eh nicht. Und wenn, ist es sowieso immer anders, als man denkt. Ich glaube, wenn man sich zu viel Gedanken macht, ist es auch falsch. Also man, der Beruf lebt ja von der Spontanität. Wenige Minuten später ihr erster Einsatz. Verdacht auf Herzinfarkt in Bad Schwartau. Als Notfallsanitäter sind sie zwar umfangreich medizinisch ausgebildet, da aber Lebensgefahr besteht, informiert die Leitstelle zusätzlich die diensthabende Notärztin. Guten Morgen. Die wird von einer Kollegin der beiden unterstützt. Moin, Markus hier vom 92-382. 1, Entschuldigung. Ich bräuchte mal ein internistisches Bett, am besten in der Uni, wenn es geht. Dann geht das gleich einmal hoch, das ist so ein bisschen, die Bremse. Das ist so ein bisschen wie Kamelreiten. Ja. Ja, Sie werden gleich sehen, was ich meine. Oh. Ja, ja, genau. Oh. So. Es wackelt noch ein kleines bisschen, nicht erschrecken. Sehr schön. Bestens. Wollen wir jetzt rein? Hm? Warte, warte, ja? warte. Okay. Ach so. Habt ihr noch irgendwas vor? Nee. Sie hat ihre Tabletten jetzt genommen, das war wie viel. Sehr gut. Und, dann fahren wir nochmal Fahrt in die Uni. Ich glaube, man braucht tatsächlich in diesem Beruf ein paar Jahre, um ein bisschen gesetzt zu sein. Die Erfahrung, dass man auch gelegentlich die Ruhe hat, die man braucht. Das ist halt am Anfang zwangsläufig nicht gegeben, das muss man lernen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und muss dann natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu entspannt wird, sage ich mal vorsichtig. Man muss schon immer noch irgendwie erkennen, jetzt ist schlecht und jetzt muss mal schnell. Die Uniklinik in Lübeck. Also sind wir gleich da. Ich gebe Ihnen schon mal eine Maske. Sonst kriegen wir nämlich Ärger im Krankenhaus. Die Tasche würde ich Ihnen gerne auch einmal auf den Schoß geben. Hallo, da bin ich wieder. Da haben wir es geschafft, jetzt sind wir in der Uniklinik. Mit allen medizinischen Abteilungen ist das Krankenhaus Anlaufpunkt für Menschen aus dem gesamten Umland. Der Patientin geht es den Umständen entsprechend gut.
Die beiden Notfallsanitäter müssen ihre Ausrüstung nach jedem Einsatz überprüfen. Wir jetzt einmal das Auto sauber machen sozusagen, einmal alles auffüllen, was wir verbraucht haben, damit wir gleich wieder einsatzbereit sind. Hygiene ist oberstes Gebot, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Wir müssen gleich neue Elektroden aufs Auto packen. Schranks sind neu. Okay. 8:30. Vielleicht bleibt jetzt Zeit für ein Frühstück. Ausbilder Markus hat zumindest schon mal einen Kaffee dabei. Und einen Tipp. Nee. Warte. Doch. Das Rad. Zieh nochmal raus. Ja. Ah. Tada. Also, wenn ich dich nicht hätte, ne? Ja. Paula Lottis und Nadine Lüttjohann unterwegs in Bad Schwartau. Eine ältere Dame klagt über Schwindel. Ich hab. Ja, okay, alles klar. 96er, 100er Sättigung, 120er Puls. Haben Sie irgendwo einen Medikamentenplan und vielleicht einen Arztbrief? Da gehen wir gleich mal ran, ja? Ich untersuche Sie erstmal fix und guck mal so ein bisschen nach. Ne? Die Kollegin verkabelt Sie mal, dass Sie aufs Herz... rausnehmen? Nee, brauchen Sie erstmal nicht. Aber ich nehme einmal den Schal. Ja. Oder können Sie den Schal einmal abnehmen? Ich würde einmal ausrutschen kurz. Haben Sie heute schon den Blutdruck gemessen? Ja, hatte ich. Und wie war der? Ich sage jetzt. Ja, okay, gut. 90 ungefähr. Brustschmerz hatten Sie zu keiner Zeit? Nein. Okay. Nadine Lüttjohann arbeitet bereits seit Jahren als Notfallsanitäterin. Mittlerweile bildet sie den Nachwuchs aus. Der Blutdruck ist aber gut, der ist 120 zu 60. Dann mache ich einmal die Box hier lose. Sie bekommen diesen Clip noch mal an den Finger zurück. Und dann dürfen Sie mal mit unserer Hilfe einmal aufstehen oder selbstständig, wie Sie sich fühlen. Ganz langsam. Ja. So, wird es jetzt schlimmer? Ja. Ja, okay, wird schlimmer beim Aufstehen. Ja. So, dann nimmt mir meine Kollegin einmal die Box ab. Und dann dürfen Sie... Dann dürfen Sie mir einmal folgen. Ja. Genau. Wir sind beides Notfallsanitäterinnen, wir sind geschult in der Maßnahme. Die Tasche habe ich mitgenommen, die schwarze. Genau, die schwarze, genau. Und die Jacke haben wir auch dabei. Das piekt jetzt gleich einmal. Ich fixiere das gleich noch mal einmal mit ein paar mehr Klebestreifen noch. Genau. Und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Okay. Okay, super. Haben Sie heute Morgen schon Ihre Blutdrucktablette eingenommen? Ja. Ja, okay. Ja? Ja, kann losgehen. Sehr, sehr, ganz so was vorsorglich, also wirklich. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Toll, toll, ja. Gute Besserung. Dankeschön. Es kann auch von vielen verschiedenen Dingen kommen, vom Herzen, von der Neurologie, vom Kopf. Es kann Schlaganfall sein, es kann Herzinfarkt sein, es kann der Blutdruck sein, der zu hoch ist zum Beispiel. Und gerade beim Schwindel muss man ganz strukturiert rangehen und versuchen, möglichst viel zu erfragen. Die Klinik schien jetzt gerade auch zufrieden zu sein, von daher, was will man mehr? Die beiden melden sich nun wieder einsatzbereit. Ihre Kollegen sind jetzt um 1 Uhr mittags immer noch unterwegs. Die Dame hat eine Verletzung am Rücken und... Um den Rücken möglichst schonen oder zu schonen und die Patientin schonen zu transportieren, nehmen wir jetzt diese Vakuummatratze. Die ist quasi aufgebaut aus vielen kleinen Kügelchen. Die kann man dem Körper und dem Rücken der Patientin anpassen. Dann quasi absaugen, also die Luft daraus ziehen. Dann wird es stabil und dann liegt die Patientin relativ erschütterungsarm. Es ist wichtig, dass man immer die Gurte ausbaut. Alles, was nachher darunter liegt, ist halt unangenehm für die Patientin und man kommt nicht mehr gut dran. Ja. Dieser Einsatz hat sie in den Norden Ostholsteins gebracht. In die Nähe ihres zweiten Arbeitsplatzes. In Zisma bei Grömitz unterhalten die Johanniter eine zweite Rettungswache. Im vergangenen Jahr sind sie rund 10.000 Einsätze von beiden Standorten aus gefahren. Wenn es gar nicht auszuhalten ist, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Ja.
Auf eigenen Wunsch verzichtet die Patientin auf Schmerzmittel. Für die Fahrt ins Krankenhaus beantragen Kjell Lampe und Markus Johannesmeier Sonderrechte. Denn bei diesem Transport ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ein Hoch auf die Straßenverhältnisse. Deswegen fahre ich halt auch möglichst entspannt und fahre hier halt auch nicht extrem schnell und so, damit ich halt die ganzen Schlaglöcher, die hier sind, nicht so doll mitnehme. Ja, die Fahrt geht mit Sonderrechten schon, Transport nach Neustadt. Über die A1 geht es in die Klinik. So gut es geht, einfach gut durchatmen. Die Trage selbst ist auf so einer Luftfederung. Die ganze Trage? Genau, die ganze Trage, damit halt die Erschütterungen sozusagen noch mehr abgefedert werden. Als Sonderrecht gilt auch die Erlaubnis, mit Blaulicht und Martinshorn langsam auf der Autobahn zu fahren. Das muss genauso wie die schnelle Fahrt durch die Stadt genehmigt werden. Wir machen das gleich wieder ganz vorsichtig. Es geht quasi erst einmal wieder runter und dann geht es gleich wieder raus. Eine halbe Stunde müssen sie warten. Erst dann übernimmt die Klinik in Neustadt. In Bad Schwartau haben Nadine Lüttjohann und Paula Lottis ihren Rettungswagen gerade wieder zur Wache gebracht. Es ist Mittagszeit. Zeit für eine Pause. Hoffentlich. Essen für Notfallsanitäter muss 3 Kriterien erfüllen. Nahrhaft, schnell zubereitet und es muss gut wieder aufzuwärmen sein. Also die Hoffnung, dass wir das jetzt schaffen, das hier zu kochen und dann auch noch zu essen, ist recht groß, weil wir unser Frühstück ja auch schon 2-mal jetzt verschieben mussten. Einfach reinkippen? Einfach reinkippen. Einfach rein. Alles? Alles. Geil. Ja. Wir beiden sitzen jetzt dann auch die ganze Zeit ja auf dem Fahrzeug zusammen. Aber dann auch mit den Kollegen zusammen ist das immer ganz schön. Weil es gibt doch durchaus Tage, wo wir uns alle gar nicht sehen. Und dann ist das schon ganz nett, wenn wir dann irgendwie beieinander sitzen können. Danach müssen wir morgen erstmal Sport machen gehen. Der Aufenthaltsraum bleibt immer abgedunkelt. Wer nicht gerade isst, findet Gelegenheit für ein Nickerchen oder ein Gespräch. Statt einer Mittagspause nutzen Markus Johannesmeier und Kjell Lampe die Rückfahrt von Neustadt für einen Werkstatttermin. Da steht das reparierte Auto. Sie holen ihren angestammten Rettungswagen ab. Die Fahrzeuge sind alle identisch und haben Notfallmaterialien und Geräte immer am selben Platz. Nur der Ersatzwagen ist anders. Wir räumen jetzt einmal alles zusammen, alles, was wir mitnehmen müssen, was getauscht werden muss, damit das Reserveauto, das wir bis jetzt gefahren sind, dann wieder zur Reserve zur Verfügung steht und wir wieder unser eigentliches, normales Auto in Dienst nehmen können. Also 2-mal Morphin, 10-1 sind schon mal drin. Ja. Nicht alle Betäubungsmittel auf ihrem Rettungswagen dürfen sie selbst verabreichen. Für einige gilt, das darf nur ein Arzt. Die Autos werden nach 5 bis 6 Jahren general überholt. Nach einem weiteren Zyklus werden sie dann ausgemustert. Moin, Markus vom 92-83-1. Genau, der Fahrzeugwechsel. Den habe ich jetzt. Perfekt. Ich danke dir. Gut, dann reisen wir zurück. Tschüss. Essen ist genau. Jetzt haben die Kollegen in der Leitstelle das getauscht. Das heißt, wir bekommen jetzt die Einsätze auch hier aufs Navigationsgerät geschickt. Man weiß, welche Ausstattung das Fahrzeug hat, dass wir jetzt eine elektrische Trage haben, zum Beispiel, mit der wir auch schwergewichtigere Patienten transportieren könnten. Genau, ist alles hinterlegt und jetzt sind wir wieder einsatzbereit. Aber statt Bereitschaft auf der Wache eine neue Notfallmeldung. Ein Herzinfarkt ist nicht auszuschließen. Wir sind nicht nach Hause gefahren, wir sind jetzt direkt zum nächsten Notfall gefahren. Das passiert halt immer gern mal. Wir standen gerade dicht am Einsatzort. Genau, der Patient hat eine Herzrhythmusstörung. Daher ist auch die Notärztin wieder hinzugerufen worden. Jeder weiß, was zu tun ist. Die Sanitäter sind geschult, auch im Teamwork mit der Notärztin. Die bleibt auf dem Weg ins Krankenhaus beim Patienten an Bord des Rettungswagens. Das Notarztfahrzeug folgt mit 120 Kilometern in der Stunde Richtung Uniklinik nach Lübeck. Im Herrentunnel schalten die Notfallsanitäter das Martinshorn ein, damit die Mautschranke am Ausgang geöffnet wird.
Am UKSH wird der Patient bereits in der inneren Medizin erwartet. Doch eine Pause gibt es für die beiden Notfallsanis auch jetzt nachmittags um 4 immer noch nicht. Nadine Lüth-Johann und Paula Lottis dagegen können ihren Wagen in Ruhe für die Übergabe fertig machen. Ich bin seit meiner Kindheit bei der DLRG und habe da verschiedene Erste-Hilfe- und Sanitätskurse gemacht. Das hat mir immer recht viel Spaß gemacht. Nach meinem Realschulabschluss habe ich dann mein Abitur noch gemacht im Fachbereich Gesundheit und habe dann ein Berufsfindungspraktikum gemacht auf der Rettungswache in Bad Schwartau. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich viele Bewerbungen geschrieben habe, um Notfallsanitäterin zu werden. Erst kurz vor Schichtende sind auch Markus Johannesmeier und Kjell Lampe mit dem reparierten Rettungswagen wieder in Bad Schwartau angelangt. 10 Stunden waren sie im Einsatz, ohne Pause. Und sie müssen den Wagen noch für die Übergabe sauber machen. Die Intensität der Einsätze war nicht ganz so hoch. Dafür waren wir aber halt viel unterwegs, haben wenig von der Wache gesehen. Bisher noch kein Frühstück gehabt, das wird langsam Zeit. So gegen 17 Uhr darf man dann auch frühstücken. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir mehr zu essen mitgenommen oder überhaupt was zu essen mitgenommen. Ja, genau. Ansonsten war es ein ganz normaler Tag tatsächlich. Dienstende. Und in 24 Stunden beginnt am Sonnabend ihre Nachtschicht. Gerade am Wochenende kann es zu Pöbeleien gegen die Rettungskräfte kommen. So Angriffe wie jetzt Silvester habe ich so noch nicht erlebt. Wüsste auch gar nicht, wie ich darauf reagieren würde, um ehrlich zu sein. Es ist halt ein Unding irgendwie uns gegenüber. Wir versuchen ja nur zu helfen im Endeffekt. Ist natürlich ein mulmiges Gefühl, was man hat, wenn man jetzt die letzten Tage auch viel gelesen hat, dass Rettungskräfte angegriffen wurden. Ich habe da wenig Verständnis für, bis gar kein Verständnis. Mir ist zum Glück sowas persönlich noch nie passiert, weswegen ich jetzt nicht angstvoll zur Arbeit gehe. Dann 17 Uhr, Dienstbeginn. Und gleich der erste Notfall. Eine Patientin in Bad Schwartau klagt über Schmerzen in der Brust. Routine für Paula Lottis und Nadine Lüth-Johann. Danke. Bis zum obligatorischen Corona-Test der Patientin. Das Corona. Aha. Corona ist positiv. Genau, also ich glaube, sie fühlen sich so schlecht, weil sie Fieber haben, ne? Ganz schlimm. Und die Notfallsanitäterinnen waren ohne Schutzkleidung in der Wohnung. Ich hole mal Tücher raus. Ja. Das Material machen wir grundsätzlich wieder einsatzbereit. Für den Fall, dass wir an einem Unfallort vorbeikommen oder so, dass wir dann quasi trotz dessen arbeiten können. Grundsätzlich werden wir aber, wie gesagt, als nicht einsatzbereit zur Wache zurückfahren, damit wir uns umziehen können und keine anderen Patienten gefährden dann auch schlussendlich. Wir haben mit der Patientin zusammen vereinbart, dass sie erstmal in der Häuslichkeit bleibt oder wenn es schlimmer wird, nochmal den Rettungsdienst oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktiert. Gut, dass das andere Team gerade auf der Wache ist. Wir würden jetzt auf der 6 zur Wache zurückfahren, um uns umzukleiden, weil wir nicht geschützt waren. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, wir melden das in Lübeck auch nochmal. Gut, danke. Die Kollegen haben Ersatzkleidung bereitgelegt. Einmal die Woche wird die Dienstkleidung aller Sanitäter abgeholt und speziell gereinigt. Gegen 20 Uhr. Markus Johannesmeier und Kjell Lampe werden schon zum zweiten Einsatz gerufen. Von der Leitstelle gibt es erste Informationen. Eine ältere Dame ist gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Die Adresse kommt direkt auf das Navi. Aber diesmal stimmt etwas nicht. Hast du noch meine Hausnummer? 39. Ach so. Noch nicht. Sind wir jetzt nicht falsch irgendwie rumgefahren, weißt du? Ja, 39, guck mal.
Moin, Kjell hier vom 92.1. Wir stehen hier gerade vor der auf dem Melder stehenden Adresse, aber da gibt es den passenden Namen nicht. Ich guck nochmal nach. Da geht so ein kleiner Weg runter. Ja, genau, der kaum mit dem Auto zu fahren ist sozusagen. Ja, da stehen wir vor. Ah, ich glaube, ich sehe sie schon. Stehen sie gerade schon in der Tür? Ah! Ja, okay. Wahnsinn. Okay, ja. Wunderbar. Dann hat's gepasst. Gut, bis gleich. Legen Sie das zur Seite. Genau, ganz entspannt. Und jetzt setzen Sie sich erstmal hin. Ja, ja. Ich flatter noch Wahnsinn. Ach ja, alles gut. Was ist denn überhaupt passiert? Ich war im Bad und wollte mich umdrehen und habe mir dann wahrscheinlich selbst ein Bein gestellt. Es wird einmal hell, nicht erschrecken. Ich verbinde Ihnen das erstmal nur ein kleines bisschen. Das sieht aber groß genug aus, als dass das gleich mal genäht werden müsste, ja? Genau, also damit müssten wir gleich auf jeden Fall einmal ins Krankenhaus. Drück einmal ein bisschen im Gesicht rum. Na, der Kollege untersucht Sie noch mal einmal von oben bis unten. Tut das weh? Gar nicht. Moin, Markus hier vom 92.1. Ich bräuchte eine Klinik, die meine Kopfplatzwunde näht. Ja. Genau, das ist nicht jedes Mal so. Nee. Nein. Wir müssen alles aufschreiben, das stimmt. Markus Johannes Meyer arbeitet bereits seit 10 Jahren im Rettungsdienst. Man muss aufpassen, dass man trotzdem immer noch genau genug bleibt und ordentlich genug bleibt. Aber ganz viele Einsätze sind Routine und das ist auch gut so. Das sorgt dafür, dass unser Blutdruck nicht dauerhaft viel zu hoch ist und dass wir dann auch recht entspannt und mit Ruhe den Patienten helfen können. Weil für die ist Ruhe manchmal viel wichtiger, als dass wir da jetzt tatsächlich ganz viel wilde Medizin machen, sondern denen einfach ein bisschen Ruhe geben, Sicherheit geben, denen helfen und dann geht das schon. Ich würde auch im Bad Spandau nochmal da auftauchen, wo Sie sind und mein Dankeschön bringen. Das ist sehr nett, Dankeschön. Also das sind ja keine Selbstverständlichkeiten, ne? Nadine Lüttjohann hofft, dass es heute Nacht einmal ruhig bleibt. Vielleicht sind dann ein paar Stunden Schlaf möglich. Dafür hat jeder einen eigenen Raum. Das ist nichts Besonderes, aber uns reicht das. Also ein Bett, ein Tisch, der gute Fliesentisch. Und genau, das sind so die Räume. Und von daher ist das durchaus ausreichend. Und die Matratzen sind sehr bequem. Doch mit Schlafen wird es vorerst nichts. Es ist bereits nach Mitternacht, als sich die beiden auf den Weg zum nächsten Einsatz machen. Diesmal hat die Leitstelle gleich mitgeteilt, dass es sich um einen infektiösen Fall handelt. Die beiden Notfallsanitäterinnen schützen sich daher zusätzlich. Lass los. Ja. Vom Altenheim ins Krankenhaus. So ein Transport ist keine eilige Sache. Eigentlich. Die Patientin hatte bereits eine Woche lang nicht mehr richtig gegessen. Der Rucksack steht hier auf der linken Seite. Mach zu. Hallo. Namen Dern. Sie sind jetzt im Rettungswagen angekommen. In dieser Nacht hat das Pflegepersonal eine akute Verschlechterung ihres Zustands bemerkt. 96er Pulsfrequenz. Und eine erste Untersuchung zeigt, es besteht Lebensgefahr. Wir sind ja davon ausgegangen, dass das eine Einweisung ist und die Patientin durch den einweisenden Arzt als normale Fahrt in die Klinik gebracht wird. Jetzt stellte sich aber heraus, dass die Patientin eine Sepsis hat aufgrund einer Lungenentzündung. Und das ist ein etwas dramatischerer Notfall, der sich hier darstellte. Deswegen fahren wir die Patientin jetzt auch mit Sonderrechten in die Klinik. Hast du? Ja, habe ich. Jo. Dort übernimmt die innere Medizin. Kjell Lampe ist im 3. Lehrjahr. Er nutzt die einsatzfreie Zeit und büffelt für seine Abschlussprüfung zum Notfallsanitäter. In dieser Nacht sind Herz und EKG dran. Doch dann muss das Lernen erst mal warten.
Der Notfallsanitäter in Ausbildung kann das Gelernte gleich in der Praxis anwenden. Herz- und Blutdruck. Das heißt meistens Sonderrechte. Wir fahren jetzt zu einer Patientin, die einen Bluthochdruck hat. Wir wissen noch nicht, ob der bekannt ist oder nicht, aber der ist jetzt auf jeden Fall gerade gemessen um und bei 200. Und das ist erstmal zu hoch. Und wir schauen jetzt mal, was da los ist. Tochter und Enkelin hatten die 112 gewählt. Ich glaube, ich hatte sich auch Sorgen gemacht. Ich muss hier einmal an die Hüfte so ein ganz bisschen. Alles gut. Ja, ich rücke mir das hier alles so ein bisschen zurecht. Ganz, genau. Ganz entspannt. Das ist gut. Kennen Sie das mit dem Bluthochdruck schon oder ist das jetzt neu? Das ist neu. Okay, also. Ich hatte vor zwei Jahren einen Ausdruck. Okay, und dieser Schmerz, können Sie den irgendwie auslösen, wenn Sie sich bewegen, dass es mehr weh tut oder wenn Sie einatmen oder so? Nein. Nein, der ist immer gleich? 200. Okay. So. Perfekt. Genau, jetzt schauen wir mal groß aufs Herz. Bitte einfach ganz normal sitzen bleiben, nicht sprechen, nicht bewegen. Jo, klasse, dankeschön. Jetzt dürfen Sie auch wieder sprechen. Das EKG zeigt, die Frau kann zu Hause bleiben. Fast jeder Einsatz ist für den gelernten Kaufmann Kjell Lampe Bestätigung für seinen Berufswechsel. Einfach, dass man wirklich das Gefühl hat und man es sieht, dass man den Menschen hilft. So, das sieht man ja bei den allermeisten, sieht man tatsächlich, dass man schon allein durch die Anwesenheit denen hilft, dass sie beruhigter sind, dass die aus ihrer Ausnahmesituation, in der sie sich ja befinden, sonst würden sie uns nicht rufen, rauskommen. Zurück in der Rettungsstation müssen sie ihre Einsätze protokollieren. In der Leitstelle melden sie sich bereit. Was jetzt kommt, übernehmen sie. Die beiden Sanitäterinnen können endlich schlafen. 3 Uhr durch. Keine neuen Einsätze für die Rettungsteams bis zum nächsten Morgen. Kurz vor 7. Zum Schichtende kommen die Teams in der Regel noch einmal zusammen. Ja, und dann bin ich aufgewacht, weil ich gedacht habe, okay, war das jetzt ein Traum oder nicht? Oder das war alles ganz schlimm. Was ist hier los? Wo bin ich? Wer bin ich? Toll. Man sucht sich die Arbeitszeiten ja nicht aus. So, dann ist das so. Und entweder das Umfeld kommt damit klar sozusagen oder halt nicht. So, aber so große, nennt's mal soziale Einschnitte, hatte ich jetzt noch nicht so. Teamsport funktioniert in unserem Beruf eher schwierig, würde ich sagen. Gerade so, wenn es irgendwie feste Tage einmal die Woche sind. Aber so andere Sportarten, wo man flexibel ist, zum Beispiel Laufen gehen, ist ja nicht an nichts gebunden oder Schwimmen. Mein Umfeld ist, was den Beruf angeht, sehr tolerant und oft, sie wissen, dass sie fast alles ohne mich planen müssen erstmal und dass ich dann halt spontan dann entweder mit dazukomme oder nicht. Und das ist aber auch völlig in Ordnung so. Ja, ich glaube, das fällt häufig leichter, wenn die Partner auch im Schichtdienst arbeiten oder irgendwie zumindest ein Verständnis dafür haben, das tolerieren, das irgendwie unterstützen. Das muss aber, glaube ich, auch jeder selbst erfahren. Nach 14 Stunden endet ihre Schicht. Morgen sind sie wieder unterwegs im Kreis Ostholstein. Immer mit dem Ziel, Leben zu retten.